Das können wir machen. So. Dann übertrage ich uns den Bildschirm. So, jetzt müsst ihr den Bildschirm haben. Jo, habe ich. Das ist aus diesem Selbstgespräch Auszug. Das ist das Bild von dem Selbstgespräch, von dem letzten Selbstgespräch. Und zwar ist es doch hier bei der Internetseite, ich war mal ganz kurz. Geht es hier um die Holofeeling-Seite? Und dann gehe ich, das ist das Video, wo ganz am Anfang an der Holofeeling-Seite dran ist. Ja, genau, das erste. Du erinnerst dich an die Stelle, ich will es mal zeigen, wie weit es geht. Und dann erkläre ich das ja, dass hier mal die 19.929 Anrufe sind. Und ich sage jetzt, die ändern sich ja laufend. Du Genau. schaust zwar immer, wenn das einer Ahnung liegt, den wir uns jetzt ausdenken, der kann immer, der entsteht jetzt, weil wir uns einen denken, der im Internet ist, in unserem Kopf. Und dann liest er die Holofeeling-Seite, denke ich mir jetzt, und das ist ja nur in meinem Kopf. Und dann klickt er dieses erste Video an und ich sage jetzt hier in dem Video, wo ich das aufzeichne mit der Heidemarie, haben wir hier 19.929 Aufrufe. Dann erkläre ich unter anderem, dass ich sage, dieses 1,9 kann man lesen, der göttliche Spiegel. Und dann haben wir nochmal zwei Spiegelungen. In der Mitte steht praktisch das Haus, aber da gibt es jetzt diese Möglichkeiten. Und das ändert sich ja. Das heißt, immer wenn das einer neu im Jetzt aufruft, den wir uns jetzt ausdenken, wenn der ohne gedacht wird, existiert er nicht, ändert sich diese Zahl. Das Datum, wo reingestellt ist, bleibt immer gleich. Genau, Das richtig. erkläre ich in dem Video. Ich habe das jetzt nur noch mal angesprochen. Und dann sage ich in dem Video, ich würde jetzt zeigen, wie weit es geht, dass ich sage, 27 sind die 27 zeigen. Dann haben wir 11, einlesen, ist nichts. Und das ist wie Gott. Das wurde angesprochen. Aber dann sage ich hier noch, da hast du jetzt natürlich sofort eine Interpretation. Da kann ich sagen, Daumen nach oben, das ist die Geburt. Und Daumen nach unten ist der Geist. Elayon, wenn wir die Nulllinie nehmen. In dem Gespräch erkläre ich die vier Oktaven, dass ich ja ganz, ganz definitiv zum Beispiel sage, in den vier Oktaven, das geht ja eigentlich die 27 Zeichen von 1 bis 27 und das 28. Zeichen ist praktisch wieder das erste Zeichen, es schließt sich der Kreis, weil das Aleph, erstes Zeichen, dann zu Eleph wird, das heißt unendlich viel und unendlich viel ist dann wieder das Aleph, das eigentlich nichts ist. Genau. So, aber jetzt schauen wir hin. Was jetzt hier eigentlich steht, da steht schon 27 und 11, 11. Weil wenn ich das jetzt als Zahl lese, ich kann ja das als AI lesen, als 11 lesen, ich kann aber hier 11 lesen. Ja, genau, 1000. Dann steht hier 27 plus 11. Ja. Und jetzt wird es interessant, wenn ich jetzt das erste Zeichen und das 28, das 11, praktisch als undenkbar sehe, weil ich kann die Aleph, kann ich mir nicht, ich kann mir das Zeichen denken, aber das steht ja praktisch vor der Schöpfung, die absolute Eins, das Uni ohne das Wasum. Ja. Wir reden ja von dem Uni, rot gelesen, verbunden sein der Gott. Ich kann ja erst, der wird ja erst ein Gedanke, wenn er sich aufspannt. Okay? Jo. Jetzt ist es definitiver so, dass das Elef, das 28. Zeichen, ist das, was ich immer sage, nichts und alles ist im Prinzip dasselbe. Das Wort nichts ist nicht nichts und das Wort alles ist nicht alles. Nichts kann man nicht in irgendeiner Form sich vorstellen, außer dieses Geräusch. Und alles kann ich mir auch nicht vorstellen. Da muss ich ja in dieses System mich reindenken. Mich Genau. zerdenken, zerdenken. Geburt von Berechnungen sind dann automatisch wieder zu Formwertungen. Zur ZR. Jetzt ist es also so, wenn ich jetzt dieses Aleph und das Eleph, das erste und das letzte Zeichen in den vier Oktaven als nicht denkbar wegnehme, bleibt genau Jahwe über das in die 26 in der Mitte. Merkst du, es sind klein. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden. Ich mache das dann wieder weg. Hier die Übertragung. Deinen Moment. Dass du mich wieder siehst. Jetzt müsstest du mein Bild wieder haben. Jo, habe ich. Und du merkst jetzt, es ist alles da. Wenn du jetzt vom Programm her die Qualität hast, die du hast in Bezug auf intellektuelles Holofeeling-Wissen, kannst du sofort nachvollziehen. Du hast jetzt das Schmunzeln im Gesicht gehabt, das ich mir jetzt ausdenke als Pixelmännchen. Und du merkst es ja für dich, sobald man sich mit was beschäftigt, du wirst inspiriert, es fällt dir ein. Und die meisten nehmen sich nicht die Mühe, die meisten Geistesfunken, die haben einfach nicht die Geduld, sich länger mit einem Wort zu beschäftigen. Ja.
Und dann passieren die Wunder, darum erwähne ich jetzt immer wieder eine ausgedachte Diana, wie die ihre Schriften macht, die Heilig Drei König zum Beispiel. Du kommst vom Hundertste ins Tausendste und dann kommt dir wieder ein neuer Einfall, dann machst du den wieder und du könntest aber bei einem Wort bleiben und das einmal wirklich durchspielen in einer größeren Ebene. Ja, kann man bei jeder Gelegenheit. Es geht überhaupt nicht um das intellektuelle Wissen. Es ist wirklich ein Spiel, das man mit sich selber spielt und es gibt einen Frieden, weil du immer mehr Gewissheit bekommst, was du eigentlich bist. Und dann kommt im Kleinen auch der Loslassprozess, wobei man sich ja nichts beweisen muss. Ich betone immer wieder, du spielst erst einmal deine Rolle ganz unangetastet weiter. Die Verwandlung ist, dass du immer mehr der wirst, der ganz bewusst nicht mehr reagiert, der jetzt ganz ohne zu werden sein eigenes Programm durchschaut. Das ist der Sinn des Lebens. Wie gewertet wird, wie interpretiert wird, wie unachtsam das man ist, so in dem normalen Denken wieder, wenn das Telefon klingelt, ist ja noch ein Unterschied, ob du dich jetzt ganz gezielt im Moment mit Holofeeling beschäftigst in diesem Kontext oder da haben wir auch zwei Seiten. Bist du in dieser extremen Präzision des Jetzt oder hast du wieder Alltäglichkeiten? Es wechselt ab wie hell und dunkel, solange du chronologisch denkst. Genau. Bist du das Prinzip dieser zwei Seiten verstanden hast? Ja, aber das fächert sich ja auf in einer Schönheit nachher. Das haut mich jedes Mal vom Hocker. Es macht einen sprachlos. Ich sage, man kriegt wirklich ein Gefühl, was göttlich ist. Ja. Es gibt nichts, was erschaffen wurde ohne Sinn. Du weißt, diese Simsim-Beispiele, die systemrelevanten Parameter, die systemnichtrelevanten Parameter. Es ist wie die Wellenberge und die Täler dazu, die du brauchst. Du brauchst dieses Nichts für das Etwas. Ja. Was übrigens im Grundprinzip, wenn man mal hier die Wissenschaft der Logik vor Hegel liest, da hatte ich heute eine Anfrage von Robby, weil er Hegel, dann schickte mir, ob ich ihm das Buch empfehle, aus Amazon, ein Buch über irgendeinen Professor, den wir uns jetzt ausdenken, ist immer, ich denke mir, sobald ich ein Buch auf Amazon sehe, wer hat es geschrieben? Das ist ja das Spiel, das sind doch alles nur deine Gedanken. Das ist diese normale Mechanik in dir, dieser Mechanismus, der so denkt. Und das sollst du beobachten. Und ich habe dann nur kurz zurückgeschrieben, ich würde im Film, das sind ja immer nur Auszüge von Auszügen von Auszügen. Du hast jetzt wieder einen Professor, der denkt so über Hegel. Dann kurz, das ist wie mit Holofeeling. Was denkst du von Holofeeling? Es ist so uninteressant. Dann liest doch gleich Hegel. Im Original, die Schriften, die lesen sich halt sehr sperrig und sehr ungewohnt. Und da gibt es jetzt Phänologie des Geistes und aufbauend die Wissenschaft der Logik. Und das ist eigentlich schon Gotteswissenschaft. Die Schwierigkeit ist die Sprache, dass die sehr, sehr gespreizt ist. Aber wenn du das Prinzip verstanden hast, dann wirst du feststellen, dass das genau das ist, was ich dir in kindgerechter Sprache in einem ganz einfachen Deutsch erkläre. Und was du dann sehr wach wirst, auch immer beim Lesen, was dir auffällt, wenn du andere Schriften machst, dass jetzt erst einmal der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit, dass die Worte oft vertauscht werden. Auch dieses Sein und das Existieren. Das löst sich ja alles auf, wenn ich einen Kontext mir anschaue und ich mache mir jetzt bewusst, in den Kontext wird von einer Existenz gesprochen. Ja. Dann ist es immer eine Wahrnehmungseinheit, dann kann ich das wahrnehmen, mir sagen, das ist ganz einfach blau oder wird von dem roten Sein gesprochen. Wenn zum Beispiel Hegel schreibt, Sein ist Schein, dann meint er, alles, was existiert, ist nur ein Schein. Weil das ist blaue Sein. Das merke ich schon, wenn ich sage, Sein ist Schein. Ja. Das heißt, Existieren ist Schein. Darum habe ich auch jetzt hier, wenn du die Übersetzung, das Problem ist immer die Übersetzung selber, du musst den Kontext betrachten. Wir machen natürlich das blau geschriebene Sein. Wenn etwas ist, ist es existierend, das rote Sein, das Nicht-Existierende ist man selbst. Das Sein, das Bewusstsein, das nicht existieren kann. Ja. Es ist wie mit dem Gott. Das sind diese Sätze, wenn man in dem Alltagsbewusstsein ist, in der Religiosität. Ein Geschöpf, ein Gedanke, ein Gott, den ich mir denke, der existiert. Und das ist eine vergängliche Erscheinung. Weißt du, du hast das so lange drauf, wenn ich auch mit der Ewigkeit sage, die denken sich immer eine Ewigkeit aus. Aber wenn du an Ewigkeit denkst, zwanghaft mit einem normalen Programm spannt sich in dir eine Vorstellung von einer Ausdehnung auf. Ja. Und darum mache ich immer wieder den Punkt jetzt, dass man sagen, nach der Naturwissenschaft ist ja
vor 13 oder 12, die haben wir jetzt festgestellt, die haben sich um eine Milliarde verrechnet, um eine Milliarde Jahre, vor 12 Milliarden Jahren ist auch aus dieser Urknall ist was explodiert und dann ist Raum und Zeit und Materie entstanden. Mhm. Das war, ich sage jetzt einfach vor 13 Milliarden Jahren, dass wir bei 13, bei der 1 bleiben. Und jetzt weiß man, das dehnt sich aus, das Universum, was das Wort Universum schon ein kompletter Widerspruch ist, weil Universum nichts mit einer Ausdehnung zu tun hat, sondern ein in eins gekehrtes Ganzes, das beschreibt das Wort wesentlich mehr die Gedankenwellen. Und irgendwann einmal in einer Zukunft wird dieses aufblähende Universum, das man natürlich sich jetzt zwanghaft unabhängig von einem da außen existierend vorstellt, wird irgendwann, das sagen die Berechnungen, wieder implodieren. Wann das ist, wir sagen einfach mal 13 Milliarden Jahre in der Zukunft. Fällt es wieder in einem Punkt zusammen, dann setze ich mir in die Vergangenheit einen Punkt und in die Zukunft einen Punkt. Das ist wirklich immer das Entstehen und das Wiedervergehen. Ja. Aber ich denke mir diesen Punkt woanders hin und ich sage jetzt immer, das ist hier und jetzt, weil genau, die Ewigkeit ist ein Punkt. Ja, in mir. Die Ewigkeit ist ein Punkt. Ja. Und was ich in dem Punkt denke, das beschreibe ich mit der Gnade, wenn was Neues entsteht, wird automatisch das Bestehende zerstört, im selben Moment. Sind wir sehr oft darauf eingegangen. Ja. Und wenn wir das einmal wirklich, wenn man das reduziert, was du auch merken, dass zum Beispiel das, die Ewigkeit ist eigentlich dieses absolute Jetzt, wo ich mich immer mit einem Zeitfenster, was eventuell nur vorher oder nur danach oder um mich herum, Vergangenheit, Zukunft und wurde in der Vergangenheit geboren und in der Zukunft werde ich sterben. Aber ich bin immer die Mitte, ich kann es immer bloß in dieser Mitte denken. Ja. Diese Mitte ist das absolute Jetzt. Ja. Und das, wenn man das einmal wirklich installiert hat, darum ist auch meine kleinen Beispiele, deine Vorstellung von Zeit, du weißt, wenn ich mal sage, wir lassen mal YouTube-Video laufen, eine Sekunde. Ja. Jetzt lasse ich anderes laufen, 1000 Jahre. Ist gleich lang gedacht, aber ich stelle mir eben bei 1000 Jahren eine große Spanne vor, aber es ist doch nur eine Vorstellung, die ich jetzt denke. Richtig. Und bei einer Sekunde eine kleine Spanne. Jetzt kann man da Millisekunde machen. Dasselbe ist, wenn ich immer, du weißt, wie oft ich gesagt habe, jetzt denk ganz einfach mal an einen Sandkorn, an ein Atom, ein Proton und jetzt denkst du an eine Erdkugel. Ja. Dann denkst du immer nur Kugel. Aber das eine denkst du dir riesengroß und das andere winzig klein. Aber wie ist das in deinem Kopf als Gedanke, als Ding an sich? Da ist nichts. Darum ist es eine Information. Das heißt, in dir ist eine Form, die eigentlich gar keine Form ist. Ja, ist innen. Solange man Form als irgendwas raumzeitlich Ausgedehntes sich vorstellt, aber du musst jetzt das immer aus dem Punkt, in dem sich alles befindet, rein imaginär vorstellen. Das war ja das Spiel im letzten Selbstgespräch mit innerhalb und außerhalb. Mhm. Und es ist nur der zweite in dir, dieses extreme, krampfhafte Festhalten an dieser gewohnten Logik, das macht das Ganze so kompliziert. Und die Erleuchtung, sage ich, ist in dem Moment, wo das so unendlich klar ist. Und dann betone ich immer wieder, wenn du wirklich erleuchtet wirst, ändert sich an deiner Traumwelt überhaupt nichts. Du wirst dann immer noch aus deine Außenwelt, deine sinnlich wahrgenommene Informationen haben, du wirst immer noch das Gefühl haben, du bist der, der du jetzt zu sein glaubst, aber es hat sich alles verändert, weil du jetzt weißt, wer du wirklich bist. Und du kannst unterscheiden, was das wirkende Licht ist, das müssen wir uns natürlich jetzt rot schreiben, ja. Und was die Wahrnehmungseinheiten deine ständig wechselnden Informationen sind. Um auf die Metapher mit der Gnade zurückzukommen, die ist dann vollkommen bewusst. Jeden Moment, ich bin diese nicht denkbare 200 Gramm rote Gnade und das, was ich erlebe, ist eine ständige Veränderung von mir selbst. Und du hast ja oft gesagt, wenn wir jetzt Einstein nehmen, du bist dieses E-Quadrat. Ja, Energie. Und es wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Das ist genau der Zustand, das ist die absolut genaue Beschreibung der Einstein-Formel. Spezielle Relativitätstheorie, ja. Wenn man sie wirklich verstanden hat. Und Energia heißt ja inneres Wirken. Energia, das griechische Wort. Es wirkt etwas in mir, nämlich dieses ursprüngliche Wirklicht. Diese Energie kann weder vermehrt werden noch vernichtet werden. Sie kann nicht vermehrt werden, weil sie immer ist. Und sie kann nicht vernichtet werden, weil sie nicht existierend ist. Sie ist nicht denkbar. Dieses Nihilo, Creatio ex Nihilo, sage ich immer. Mhm. Das ist die Kreation aller Kreationen. Ich kann das statt Energie auch Gott nennen oder geistiges Licht. Ja.
Und das ist, das hast du schon oft gehört, ich weiß es. Wenn du jetzt wieder zurück, du hast es immer jetzt gehört, Holger. Ja, genau. Das ist, das muss dir immer bewusst sein. Selbst deine Vergangenheit, wenn ich jetzt diese Grammatik, habe ich so oft darauf hingewiesen, die hat natürlich auch ihren Sinn, dass du was jetzt Gedachtes rein imaginär zeitlich um dich herum verstreust. Das macht jetzt zum Beispiel hier die Zeitformen, die es ja im Algebraischen gar nicht gibt. Ich spreche jetzt zu dir, ich habe zu dir gesprochen, ich werde zu dir sprechen. Dieses Spiel erzeugt die Illusion von Vergangenheit und Zukunft. Das wird Zukunft. aber immer nur jetzt sein. Das ist die Möglichkeit, wie man Programm raumzeitliche Vorstellungen aufbaut. Das passiert auch über die Sprache, über die Grammatik. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Du magst das, was ich dir gesagt habe. Ja, alles klar. Und ansonsten magst du eh das, was du tun musst in einem Raum, was dir einfällt. Ja, Ich wünsche dir ist ein was, hey? Riesenspaß. Ich bin beim Heiko. Ciao. Tschüss.